Hallo, meine lieben Freunde der Nacht. Ja, und an der Stelle auch hallo auf dem YouTube-Kanal. Oh je, meine Kevin, bist du bereit wieder für die Hölle? Ich bin sowas von bereit. Ist Angela jetzt eigentlich gestorben? I mean, man hat Keine es nicht Ahnung. gesehen. Ja, man hat es nicht gesehen und normalerweise zeigen ja Todesszenen, ne? Soweit ich weiß. Man hat nur gesehen, dass ihre Dings verschwunden oder ihre Brille auf einmal. Aber naja, reden wir nicht lang und starten wir. Bereit. Muss ich jetzt auch noch bereit drücken? Das wäre vom. Ja, ne, sehe ich gerade auch, muss ich. Okay. Wir gehen rein, Jungs. Here we go. Hey, yeah, falls im Stream irgendwas laggen sollte, einfach Bescheid sagen. Ich glaube nicht. Nee, klappt alles. Ich werde es mitnehmen. Mit einem Controller zu spielen, bla bla bla, mit Point- und Klicksteuerung mit einer Maus drücken sie. Wieso auch immer ich das nochmal machen muss. Willst du damit umgehen? Ich glaube, ich kann auf mich aufpassen. Oh Gott, jetzt muss ich hier erstmal wieder reinkommen. Oh mein Gott. Ekelhaft gerade. Okay, ich bin hier. Warte, ich muss mal ganz kurz das prüfen. Hier scheint aber nichts mehr zu sein. Ja, Moment kurz. Hab mir das schon gelesen? Holy Bibel. Also, Patte. Bibel, ja. Kannst du vergessen. Also ich krieg das nicht erfasst. Ja, egal was. Wir sind eh bald durch mit dem Game. Ja. Deine Ahnung. Das ist die Frage. Du hast das Messer, ne? Ja, ich habe das Messer genommen gehabt. Ich muss ganz kurz dein Dingens öffnen. Ist verschlossen. Und hier maybe mit dem Messer aufmachen irgendwie. Ah, hier geht's weiter, oder? Hier auch verschlossen. Alright, ja, alright. Also hier hast du dich schon umgesucht. Ja. Junge, ich könnte schwören, eine der Puppen bewegt sich gleich mal. Oder warte mal, ganz kurz. Also durch diese Tür zu kommen. Mann. Ich hab eine Vision. Okay. Ich hab dich in Gefahr gesehen. Kannst du die Vision, die ich sehe, auch sehen über Dingens? Ja, die kann ich mir auch angucken. Dann guck dir die mal an, damit du auch Bescheid weißt. Weil es sah ein bisschen so aus, als würdest du im Sterben Dingsen. Sammlungen, ne? Das war bei Bilder. Welche war das? Das war diese mit den drei Leuten von einem Felsen oder so. Ich sehe hier gar nichts gerade. Ah ne, warte mal. Ah, das ist die, wo die Hexe verbrennt wird. Die Leute vor ihr stehen. Die ist bei Bilder. So, lass mal ganz kurz weitermachen. Ich habe nämlich was entdeckt. That's interesting. Guck mal am besten, dass du gerade nix.
Gott. Ich hasse dieses Game. Hey, die Frage ist, wo geht's weiter? Das ist die Tür. Alright, da waren wir schon. The second. Mein kurz. War doch gerade was, warte mal. Oh, die Steuerung ist so weird. Hallo Saro, schön, dass du da bist. Patrick? Ja? Komm mal WhatsApp. Hab's drauf. Da siehst du das ab und zu. Ist ein bisschen wack, dass die Sachen nicht weggehen, die man angeguckt hat. Dauert ein bisschen, ist am Laden. Wo genau? Ist weg. Jetzt siehst du es halt extrem hier, ne? Hey, sieh mal hier. Hier geht's weiter. Die hier gezeigte Puppe gehörte vermutlich einem Kind aus dem späten 17. Jahrhundert. Gruselig. Hey, warte, ich hab's. Das ist bestimmt die Puppe, die das Mädchen vorhin hatte. Meinst du? Echt seltsam. Seltsam? Das ist nicht seltsam, sondern ein Albtraum. Ich will hier raus und das so schnell wie möglich. Einverstanden. Weird. Hast du gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Krass, ne? Hier habe ich jetzt nochmal in ganz Kurzform. Und die Tür geht jetzt auf. Ah, hier geht's weiter. Komm schon, da geht's lang. Kurzform geschickt. So. Da haben wir mal in Kurzform. Oh, hallo. Oh, nee. Durchblicken Sie die Lage langsam besser? Das Ding, was immer es ist, das halt meistens an den Gesichtern immer weiter. Unerbittlich. Ja, das ist ich weird. Hoffe, es geht ihr gut. Er weiß auch nicht, ob sie tot ist. Die muss eigentlich noch leben, die darf gar nicht tot sein. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe zwar einen Skillcheck verkackt, aber trotzdem. Ja, jetzt hier bei dem Typ nix. Noch ein Instrument des Todes für die Sammlung der Gruppe. Das ist so weird. Ich sag's dir. Gut gemacht. Ich kann Ihnen helfen. Mit einem kleinen Tipp. Willst du den Tipp annehmen oder nicht? Ich habe ihn angenommen. Okay. Sie sind sich einig. Nun dann, wie sage ich es? Wir alle haben unsere Dämonen. Sie gehören uns, uns ganz allein. Und sie sind oft aus Reue geboren. Für die Taschen. Ich gebe Ihnen noch ein paar weise Worte. Die erinnert mich ein bisschen an The Walking Dead. Ich traf ihn in Paris, glaube ich. Urteile niemals vorschnell. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft. Sie ist nur ein Kind. Wir sehen uns später. Also sollen wir eigentlich nicht über das Kind urteilen und denken, sie ist böse. So wie ich also das jetzt aufgenommen habe. Nee, aber das liegt am Game. Die anderen können nicht mehr weit sein. Wahrscheinlich. Bisher hatten Scheiße. Heute nämlich nur Pech. Na egal, scheiß drauf jetzt. Läuft ja. Wenn du die anderen Studenten, bleib nah bei Taylor. Ja, bleib mal ein bisschen bei mir. Die Frau, die ich hab nämlich gesehen, dass du weggezerrt wirst von mir. Warum wurde sie so behandelt? Wirkt wie ein schlechtes Omen. Zersteuerung. Aber ich pass auf dich auf. Versprochen.
Alright. Vor wie Numen's Land oder Desperados. Click Game. Gesundheit. Danke. In diesem Haus lebte die vielversprechende junge Autorin Tilly Johnson, die mit ihrem Schauerroman Akta der Angeketteten, was ein Name, berühmt wurde. Tilly wurde im Juni 1858 auf mysteriöse Weise verstorben in ihrem Haus aufgefunden. Fremdenverkehrsbüro Little Hope. Ich check diese ganzen Dinger irgendwie nicht, die Story. Ach, du lebst ja noch. Ja, noch. Was ich da gesehen habe, war heftig. Schon klar, aber... Nichts, aber diese Nacht ist ein einziger Albtraum. Seit dem Unfall. Was ich aber cool finde, ist, wie man durch die Stadt läuft. Ja, ist wirklich nice gemacht, das stimmt. Alright, hier geht's weiter zum Lesen. Drüben ist nix. Öffentliche Bekanntmachung. Zwangsvollstreckung. Bankbesitz. Zutritt verboten. Okay, hier ist auch nichts mehr. Brennt irgendwas? Da brennt Licht, da kann man hochgehen. Was steht denn auf dem Schild? Viewpoint ahead, okay. Musik gerade. Dieses Weib muss büßen für das, was sie über uns gebracht hat. Sie verdarb die Unschuldigen, sie trägt die Schuld. Ja, liest du. Eine archäologische Ausgrabung förderte hier im Jahr 1955 eine Schicht Asche- und Knochenfragmente zutage. Deshalb wird vermutet, dass hier während des Hexenwahns im Jahr 1692 Menschen gehängt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Es ist nicht bekannt, welche Beschuldigten hier hingerichtet wurden. Fremdverkehrsbüro Little Hope. Digga, wie lange gibt's denn die Stadt bitte schon? Lange. Wenn jetzt irgend so ein scheiß Jumpscare aus dem Busch kommt, dann raste ich aus. Einfach so ein Werwolf, der auf uns zuspringt. Alle tot. Spiel beendet. Achso, okay. Ja, so. Wie rennt man hier eigentlich nochmal schneller? Oh no. 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 Okay, Maus. Ja. Alter, da ist ein Rabe. Siehst du den? Ich sehe gerade gar nichts. Okay, ich sehe ihn. Sexy, ne? Kann ja irgendwie gar nicht weitergehen, hä? Voll komisch. Hier geht's scheinbar nicht weiter. Ah doch, hier. Oh, wir müssen drumherum. Ja, drumherum. Profi-Gamer? Weißt du selber, ne? Drumherum. Also hier lang. So, als ob er da nicht einfach vorbeispringen kann. Wollen mich verarschen? Oh, die können sich da easy durchquetschen. Ah, Hauptsache jetzt wieder einen anderen Weg gehen, damit sie gleich weggezählt wird und ein Jumpscare kommt. Hä? Sind ja keinen anderen Weg. Ah, ich sehe schon. Öffentliche Bekanntmachung, Zwangsvollstreckung, Bankbesitz, Zutritt verboten. Guck mal, ob wir da in die Bank reinkommen. Hat man hier überhaupt irgendwo Zugriff, Zutritt? Nee, in die Bank kommt man nicht rein. Der weiß leider nicht, wie man über Mülltonnen klettert. Patrick? Ja? Ich hab den Weg.
Komm zu mir. Wo bist du? An dem Schild, an dem Baustellenschild. Sehe ich gerade actually wirklich nicht. Ja, falsche Richtung. Da ist doch der Nebel. What the fuck are you? Ja, genau da. Du läufst auf mich zu. Genau richtig. Ja, ich sehe dich. Ich bin voll durch den Nebel durch, ne? Hier geht's lang. Guck. Scheiß Rabe, ich hasse dich. Rabe Endgegner. Komm mal da drauf. Komm mal her. Ja. Das Ding wird so brechen. Was ist? Das kann nicht sein. Ich kenne dieses Muster. Das ist meine alte Schaukel. Hier, siehst du? Hey, hey, alles gut, alles gut. Nichts ist gut, sieh doch mal! Diese Sterne da, die hab ich hier drauf gemalt, mit meinem Dad. Als ich 10 Jahre alt war. Sicher? Und ob ich sicher bin, das ist meine Schaukel. Was macht die hier? Ich glaub dir ja. Aber was heißt das? You will die. Die ist aber die nächste, die stirbt wahrscheinlich. Fick dich, Stadt! Hey, hey, schau mich an, schau mich an. Fick dich, Stadt. Wir stehen das durch, okay? Zusammen. Oh Gott! Das ist nicht mein Werk. So helft mir doch, ich bitte euch. Helft mir, bevor es zu spät ist. Schweig jetzt, Weib. Patrick? Ja. Nur der Allmächtige kann dir vergeben. Eine Aktion machen. Allein kann dich retten. Hört mich an. Ja, ich sehe das ich auch gerade. Nichts Unrechtes. Aktion machen, diese das ist Puppe, mir aufgefallen. Sie ist doch nur ein Kinderspielzeug. Reagiert der Pfarrer. Nichts weiter. Ehrenwort. Du täuschst mich nicht. Das Böse ist in dir. Ich muss die Verderbnis aus Little Hope tilgen. Ich mich gerade erschrocken. Wir haben keine Wahl. Du musst hängen. Ach so. Ich bete, Herr, für die arme Seele unserer Schwester Tabitha. Sie verfiel dem Teufel. Handelt nach eurem Ermessen. Bitte? Warte mal, ist das der Baum? Diese Frau von eben, das war ich. Das heißt, ich bin dein Ester. Ja? Ich pass die nächste. Auf dich auf. Versprochen. Oder der nächste, danke. I don't know. Schön, dass du hier bist. Ja, ich weiß, bin ich gern, alles gut. Gehen wir weiter zur Kirche und suchen die andere. Ah, geh in die Kirche. Ja, Kirche ist okay. Ist hier noch irgendwas? Da ist ein Loch. Kannst du aufs Klo, Kevin? Was? Hier ist ein Loch, falls du aufs Klo musst. Wo ist denn die Kirche? Ich denke, wir müssen geradeaus. Hier lang. Guck hier, wo die Autos sind, ja. Oh no, oh no, oh no. Hallo? Komm, los jetzt. Katze, Katze. Ich fühle mich verfolgt. Wir werden verfolgt. Hey, verpiss dich gefälligst. Verdammt nochmal. Kevin, nicht sterben. Ach du Scheiße, oh nein, was ich halte das? Mich schon bereit. Jungs, wenn sie stirbt, wisst ihr, dass er schuld ist. Oh oh. Oh nein. Kevin, es geht um dein Leben. Auf das wechselt gleich. Jetzt wahrscheinlich, ja. Holy fuck, ich kann nicht mehr. Hey, wenn ich sterben. Oh. Fuck.
Was bist du, Mann? Los! Schnell! Hallo, jetzt bin ich bereit. Wie funktioniert das denn, Mann? Ah, ich weiß wie. Bin ich gerade zurückgelassen? Was ist... Ja, aber mit einem Unterschied. Oh Gott. Nicht sterben! Lass nicht los! Nein! Sorry. Wir ficken unsere Beziehung gerade übelst. Ich weiß, ich sehe nichts. Also. Ah, noch schneller. Er will nicht sterben. Nein, bleib weg von ihm. Yeah, we got it. Los, weiter schnell! Come on, we got it. Oh Gott! Kannst du mir doch nicht so einen Schrecken einjagen, Mann. Bisschen spannen musste ich das machen. Holy Macaroni. Wir gehen gleich mal kurz nachgucken, ob das die Vision war. Schnell zur Kirche! Lauf! Ja, wir sind wieder zusammen. Geh weg jetzt, du Mistvieh. Ja, okay, bist du Gott oder was? Lauf über das Wasser. Hopp, hopp, rein, go. Hey, lauf! Los, hier rein! Ich glaube, dem passiert nichts. Hey, das Biest kommt immer näher! Es kommt immer näher! Was zum Teufel soll das? Bist du verrückt? Willst du dich umbringen? Los, hier rein! Hey! Wo ist Angela? Sie hat's nicht geschafft. Was nicht geschafft? Wie? Machst du Witze? Fuck you! Und wenn wir hier alle nur herumstehen, erwischt es Lügner. Uns auch. Fuck. Scheiß auf Angela. Versperrt alle Eingänge, die ihr finden könnt. Ich glaub, wir brauchen eine neue Bundeskanzlerin. Wir brauchen eine Barrikade. Sehe ich auch so. Ah, drück! Ah, sperrt ihn aus, ist okay. Hey! Hilf dem Mann! Oh, dieses Game fickt mich. Warum ist dieser alte Kerl immer noch da draußen? Er scheint uns zu folgen. Was immer er vorhat, wir dürfen ihn nicht hören. Ich weiß, dass du da bist! Wenn du die Ruhe bewahrt und nicht auf ihn geschossen hättest, wäre er wohl längst weg. Er kapiert nicht, in welcher Gefahr wir sind. Komm, ich hab ihn geschossen. Denk nicht mal dran, da rauszugehen. Du schäf den ist verschossen, klar. Du meinst, du kannst auf mich schießen? Ich hab mich auf dich geschossen. Wir müssen ihn loswerden. Wenn das Biest ihn. Ich hab auf das Ding geschossen. Schlecht. Hey, ganz ruhig. Ich wollte nur helfen. Hast du es nicht gesehen? Wovon redest du? Hier draußen ist nichts. Das Ding hat schon jemanden getötet. Okay. Erzähl mir, was los war. Es geschah alles so schnell. Eben war unsere Freundin noch am Leben, dann war sie plötzlich fort. Für immer fort. Kommt mir bekannt vor. Bleib hier. Geh nicht weg. Was hast du denn jetzt vor? Hilfe holen. War nicht sehr schlau, mir das mit der Waffe zu verschweigen, ha? Huh? Ich fass es nicht, dass du sauer bist. Wir leben noch, oder? Noch leben wir. Aber nächstes Mal erwischst du vielleicht jemanden aus unserer Gruppe. Alles gut, Spiel Valorant, ich hab gutes Sehen. Jumpscare. Seht ihr den Schatten? Was passiert da gerade? Professor? Andrew!
Scheiße. Das war's. Okay. Okay. Ja, Mathe. Der Pastor, Priester, was auch immer, hat meinen Doppelgänger angeklagt. Klang gar nicht gut. Noch ein Prozess? Diesmal nicht. Aber sie waren auf dem besten Weg. Und das Kind? Mary? Sie war da. Schien aber mein Pendant verteidigen zu wollen. Sind wir ihr sicher? Gibt es andere Eingänge? Hab nicht nachgesehen, tut mir leid. Bescheid. Dieses Ding ist noch da. Ach nee, geh weg. Da Mann. Drüben! Wir müssen ihr folgen. Wer sie auch ist, sie hat mit all dem zu tun, was hier nicht passiert folgen. Ist. Hallo. Und falls ja, was dann? Wenn wir sie stoppen, könnte das unsere Pendants vor Schlimmerem bewahren. Okay. Bewacht die Tür, falls das Ding zurückkommt. Habe ich dir schon mal gesagt, dass es Schwachsinn ist, Kindern ins Spiel zu folgen? Ja. Dann weißt du spätestens jetzt. Stell dir mal vor, ich stepp an der Leiter, weil ich Kleine? Den Skillcheck verkürk. Das wäre witzig. Bist du da? Vom Felix von Man of the Down. Laut! Hallo Asra. Also ich will nicht sagen, dass die Jumpscares langsam obvious sind, aber... Jumpscares werden langsam obvious. Was geht, Asra? Diese Worte schmerzen mich. Doch deine Bestrafung wird erfolgen. Für unser Heil und Schutz. Verschont ihn. Ich bitte euch. So schwer es ist, Kind. Eines Tages wirst du es verstehen und mir danken. Was aktualisiert? Muss ich gleich Geh mal nachgucken. Geh fort von hier, Mary. Dein Flehen ist vergebens. Ach, come on. Du sollst nicht Zeugin meiner Qualen werden. Wer soll mein Hüter sein, wenn du fort bist? Judge Wyman erwählte Abraham. Er wird dein Hüter sein. Abraham Lincoln? Eine Entscheidung, die nicht jeder hier gut heißt. Der jüngste Tag wird kommen über alle. Sprich dein Gebet. Nein! Oha! Okay. Das heißt, er ist wahrscheinlich der Nächste, ne? Ja, aber das heißt, wir haben Tyler. Ich hasse dich. Aber ich denke da so, Patrick. Hätte ich ihn festgehalten, sähe das so, als ob er schwebt. Ich hätte ihn festhalten sollen. Du hast ihn umgebracht. Ich bin schuld. War das jemand aus unserer Gruppe? Oder Nein. War das aus dem Zeitalter, Mittelalter-Dings? Das war aus dem Zeitalter. Besser ist es. Ich konnte nichts tun. Nein, du konntest nichts tun. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Hallo, Jim, wieder ein, ist okay. Ich hab's auch fertig gemacht. Danke. Wir haben es überlebt. Nur das zählt. Warum wollte diese Mary, dass wir den Tod ihres Bruders sehen? Seltsam, dass sie ihren Bruder verteidigt hat. Als hätte sie ihn nicht in Schwierigkeiten bringen wollen. Komisch. Ach, ihr Flehen um Gnade? Das war doch nur Show. Ach so. Da ist es! Das hat uns verfolgt! Los! Wir haben eigentlich ein Spiel gemacht, Gott. Wir haben erst seit einer halben Stunde gespielt, aber wir haben erstmal 20 Minuten nur den Weg gesucht. Und Sachen vorgelesen. Es leben also noch alle. Es ist da draußen. Was machen wir denn jetzt? Leise.
Da draußen. Hört. Es ist draußen. Noch. Was, wenn es beschließt, und das Ding kann doch einfach durch ein Fenster fliegen. Vielleicht sind wir hier in der Kirche sicherer. Warum? Das ist geweihter Boden. Eine Kirche, das merkt ehrlich man. Jetzt. So? Also haben wir es jetzt mit Vampiren zu tun? Immerhin ist das hier ein festes Gebäude. Er hat recht. Drin sind wir sicherer. Wir bleiben hier. Das Ding hat es immer noch auf mich abgesehen. Es will mich. Raffst du, womit wir es zu tun haben? Das Ding da ist draußen ja auch zum Anbeißen. Wir müssen niemand kommen. Eher weniger. Oder? Dann trifft man eine Entscheidung, Freundchen. Ja, wir sollten abhauen. Los jetzt, sonst enden wir als Monsterfutter. Wir müssen zusammenbleiben, damit es uns nicht so ergeht. Nicht trennen. Okay. Das war eine scheiß dann Idee, nicht jetzt. Trennen. Wir gehen hinten nein. Raus. Oh Gott, ich wäre lieber drin geblieben. Einverstanden. Oh no, oh no, oh no. Ich wäre lieber drin geblieben. Was zur Hölle? Ja, okay, wir gehen nicht raus, war oder? Das? Noch ein Grund abzuhauen. Los! Hier raus, raus, raus. Oh, ist das nicht der von Maze Runner? Ich glaube, du meinst Dylan O'Brien oder so. Was geht da, Reed? Vielleicht sind sie fort. Alles vielleicht frei. Sind sie fort. Bleib bei mir. So, er ist jetzt Anführer, oder? Weg! Wir müssen sie beschützen, das Ding will sie. Kevin, du darfst nicht sterben. Keine Skill-Checks verkacken. Vertrau ihm nicht. Ich bin das. Ich will das nicht. Nein, ich will das nicht machen. I don't want to do this, please. Oh, Emine, wo muss ich hin? Gut, ich sehe hier gar nichts, Mann. Gar nichts. Geh weg! Sollte ich da noch weiter drauf zulaufen? Ich glaube, ich sollte umkehren. Weißt du was? Ich kehre jetzt um, ist mir scheißegal. Tschö. Rückwärtsgang. Rückwärtsgang. Wie, kein Rückwärtsgang? Och, fick dich. Ich will da nicht genau drauf zulaufen, das ist Selbstmord. Rückwärtsgang, bitte. Ja, Rückwärtsgang. Ja, ich darf keinen Rückwärtsgang machen. Fuck you. Bist du das? Ich kann nicht sehen. Soll ich das wissen? Was ist das für eine Entscheidung? Bist du das? Ich bin hier drüben. Taylor! Nicht erschießen. Ich hab Angst, dass er mich erschießt. Ja. Es ist so schön, euch zu sehen. Hatte schon Schiss. Was wäre, wenn ich nach links wäre? Wir sind noch nicht außer Gefahr. Was wäre passiert, wenn ich jetzt nach links gegangen wäre? Ja, lass das jetzt mal kurz alles abchecken. Okay, Sammlungen und Charaktere. Dann komm ich sofort wieder. Bilder, haben wir hier etwas Neues? Nein. Oh, wir haben hier so... Du lebst noch, nerv nicht. Das kleine Mädchen. Ein Mädchen führte John und Andrew zum Museum. Das kennen wir alles schon. Daniel forderte den Priester auf, Mary loszulassen. Kennen wir. Taylor stimmte Johns Plan zu, in die Stadt zu gehen. Okay, das ist aber nichts Wichtiges. Okay, alright. Geheimnisse. Sehr schön, David. Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Wo finde ich denn den Bonusinhalt? Unsicher. Ich will mal kurz was nachgucken. What the fuck? Okay, alright. Dann haben wir ja, glaube ich, alles, oder? Kurzsichtung, das haben wir alles durch.
Ah, das ist nur dieses Zeug, okay. So. Let's go. Oh, das Ding will aber auch meinen Arsch, Mann. Kurze Pause. Nicht stehen bleiben. Ist ja auch zum Anbeißen, sag ich ja. Er braucht eine Pause. Vergiss es. Diese Biester jagen uns, nicht euch. Wir müssen hier Warum weg. Warum blute ich eigentlich? Ich sag dir doch, zusammenbleiben. Und alles wird gut. So wie bei Angela, was? Okay. Wie geht's weiter? Weiß nicht genau. Super, danke. Toll. So gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Lass uns hier eine Weile ausruhen. Adi, lecke Melody, ich bin tot. Du also, for real, Andrew sieht aus wie aus Maze Runner. Ja, ich weiß, wie du meinst. Schön wär's. Sieht echt ein bisschen Nach so allem, aus. Nach allem, was hier abging, kann ich kein Auge zutun. Dabei bin ich total fertig. Eine Idee, wie wir von hier wegkommen? Der Nebel umgibt uns. Wir kommen nicht durch. Wir müssen doch was tun. Wir müssen rausfinden, wo der Nebel herkommt. Ich glaube, Mary ist der Schlüssel zu einem Weg hier raus. Vielleicht hilft's, wenn wir Mary aufhalten, klar. Aber was ist mit dem anderen Kind, das immer vor uns wegläuft? Mary und sie verbindet irgendetwas ganz sicher. Vielleicht will das andere Mädchen uns wohin führen. Gailey. Wohin? Ja, Gailey, genau. Vielleicht können wir irgendwo helfen. Fühlt sich alles außer Kontrolle geraten. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas tun können. Mary ist der Schlüssel zu allem. Den Verhandlungen, den Hinrichtungen. Klar, aber wie sollen wir sie stoppen? Vielleicht ist sie ja nicht mal echt. Echt? Bro, die ist 400 Jahre alt oder so. Jetzt ist es zu spät. Aus. Ende. Ich nicht, dass Mary böse ist, actually. Ich auch nicht. Das schulden wir uns. Also bei aller Liebe, das ist ein Kind. Ja, die steckt ja auch irgendwie fest. Mary ist der was will die anrichten? Ein Kind, was will ein Kind schon anrichten? Er hat nie Horrorfilme geguckt. So einfach ist das nicht. Mitfühlend. Wie gesagt, sie ist nur ein Kind, das ist... Hab ich auch bekommen. Wenn wir sie sehen, stoppen wir sie... Nicht stoppen, Mann! Ach, jetzt kommt die Missgeburt schon wieder. Was war das? Okay, ich bin weg, kann ich weg. Bitte lass mich einfach weg. Das Biest will mich wiederholen. Ich beschütze dich. Die Munition hatten wir bitte. Okay. Patrick, okay. Die Zähne war Warte im Fernsehen. Auf einen Nicht abdrücken. Im Fernsehen. Wohl. Soll ich? Nee, drück nicht. Obwohl. Nee, drück nicht ab. Nicht abdrücken. Ziel mit dem elenden Ding auf jeden anders, ja? Oh. Angela! Ich bin gerade so glücklich. Mein Gott. Oh mein ich Gott, dachte, ich hätte dich nie wieder. Ich ja, dachte, ich hätte dich umgebracht. Du wärst fort. Oh, Alter. Wir dachten... Naja, wir sind froh, dass du noch lebst. Ich hab gedacht, das ist der Busfahrer, actually. Ganz rot. Aber danke. Ich dachte echt, das wäre der Busfahrer. Echt jetzt? Du bist hart im Nehmen. Also die Crew ist wieder vereint. Du hast alle zusammen. Gut gemacht. Trotzdem stelle ich mir eine Frage. Ja. Was war das hinter ihr? War Teamarbeit. Nein, gerade nicht das. Ist nicht wegzukommen. Ist sie da rausgekommen? Priorität. Richtig. Los geht's. Wir haben noch mehr dieser Dinger Gehört gesehen. Gehört sie eventuell dazu? Das Wer weiß. Biest, das mich gejagt hat, war der Horror. Hätte abdrücken sollen. Gibt's noch mehr? Nee, das du nicht. Was sind das für Dinger? Lass Angela in Ruhe. Oh, jetzt schau mal, was ich hier habe. Ich gebe sie dir gern zurück. Alles Schön, kaputt. Dass du lebst und sie tragen kannst. Danke. Ein echter Gentleman. Danke, hab ich gern gemacht. Ich bin so froh, dass sie lebt.
Es hätte keinen Sinn ergeben, wäre sie tot. Wenn ich das andere auch zerbreche, muss ich das hier nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, ob uns das wirklich weiterhilft, aber der Gedanke gefällt mir. Der Sarkasmus von der... Aber ich mag die, die ist auch gut zu. Jetzt ist sie die nächste wieder. Nicht weit weg. Auf jeden Fall Kevin niemals abdrücken, weil irgendwann sehen wir auch den Busfahrer mit der Waffe. Das weiß ich aus der Mission. Irgendwann zielst du auf den Busfahrer. Aber es leben noch alle. Ich bin stolz auf uns. Können die aus dem ersten Teil nicht von sich behaupten. Huch. Das stimmt, ne? Da haben wir ja fast alle umgebracht. Aber haben wir alle umgebracht. Am Ende wurden die doch alle abgeknallt. Ah, weil ich so ein scheiß Pupillending hab. Schleimbeutel, ey. Er wird hochgezogen, er wird hochgezogen, er wird hochgezogen, er wird hochgezogen. Lauf! Lauf! Schnell! Jetzt warte doch mal! Warte! Ich aufteilen! Andrew, hey! Oh nein! Nicht verkacken! Fuck! Warte! Ich hab keine Quick Times! Achso? Retten, was für Rennen? Antimate oder was? Los, weiter, schnell! Nee, ich sterbe jetzt deswegen. Ich möchte nie wieder an irgendwen denken. Führt uns das nicht im Kreis herum? Ist doch egal. Oh. Nicht stehen bleiben. Was? Ruhig. Komm schon. Ich hab dich. Komm. Oh. Nicht. Gott. Oh, die Scheiße ist so schnell. Andrew? Ja, der wird immer bist schneller, habe ich das Gefühl. Ja. Oh no, hallo, bleibt zusammen. Trennt euch doch nicht. Oh mein Gott, die trennen sich. Ich flipp aus. Was seid ihr denn? Was habt ihr gebraucht? Kevin, bitte nicht sterben. Kein Druck oder so. Nicht sterben! Die Entscheidung. Help mir, help mir, help mir. Das Ding ist hinter mir her. Halt durch, Taylor. Ich muss ihm helfen. Ich habe mich für niemanden entschieden. Peace. Hier drüben. Ich glaube, es war richtig, dass du mich gewählt hast. Ich habe gar keinen gewählt. Aber du konntest wählen, ne? Ja, ich habe aber keinen gewählt. Kleiner Kick, Junge. Ich glaube, das war sogar die richtige Entscheidung. Keine Ahnung, wie wir es da heil rausgeschafft haben. Freu dich nicht zu früh. Wir sitzen immer noch in diesem Drecksloch fest. Und diese Monster lauern noch auf uns. Wir müssen weiter. Wir müssen weg, jetzt gleich. Ich glaube, hättest du sie gerettet, hätte mich das Vieh getötet. Ich habe nämlich ein 1 gegen 1 mit dem Tank gemacht. Besser das eigene Selbst besiegen, als 1000 Schlachten gewinnen. Oh, Junge, so ein Game. Also jetzt wird's Game langsam nice. Nicht von. Ja, mich stört halt immer noch das Flackern, ne? Ständig. Oder Hölle. Das ist halt ärgerlich, weil da trägt mich die ganze Zeit auf. Vielleicht wird Ihnen ja langsam etwas klar. Was sollte mir denn klar werden, Herr Professor? Ich bin halt froh, dass das bis jetzt noch kein anderes war, außer Besinn 1. Aber auch nur am Anfang. Da war Metro. Ja. Dass die Dinge und die Menschen. Ich schwör, das Game fickt meine Nerven. Ganz das sind. Es ist nicht mal gruselig, es ist die Angst, dass die Charaktere sterben. Was? Das sind nicht. Drei gequälte Wesen. Und bisher sind alle Studenten der Verdammnis entgangen. Dem ewigen Leiden. Schon eine Idee, was noch auf sie wartet? Versteckt im Nebel, echt gemein ist.
was da kommt. Interesting. Denkst du, das bringt was, wenn ich die Grafik eventuell wieder auf niedrig stelle? Wir müssen sie stoppen. Nee, ich denke nicht. Also ich hoffe ja, wir sehen dieses Gör nie mehr wieder. Die taucht bestimmt bald wieder auf. Immer schön wachsam bleiben. Wo hast du eigentlich die Waffe her? Nur eine Idee, aber... Die habe ich unter ein Brett gefunden. Vielleicht müssen wir... Findest du random eine Waffe? Das ergibt auch keinen Sinn. Selbst zu retten. Er hat wohl recht. Das war doch Zufall, dass ich das gesehen habe. Hier ist ein Schild, kannst du anlesen. Wo? Ich wurde erst gejagt, wenn du weiter geradeaus gehst. Hier sind mehrere Schilder. Nee, ich gehe da nicht allein lang. Tschüss, leck mich am Sakko. Okay, Jungs, wo geht's weiter? Hier sind halt wieder 100 Wege, ne? So muss ich euch jetzt eigentlich anführen. Das Game geht übrigens auch zu 5, ne? Was? Game geht auch zu 5. Toll. Wir werden Monsterfutter oder Matsch. Bitte auf Weg bleiben. Aha. Ich habe gerade eine Vorahnung gesehen, wo der John, der Mann mit der Brille, die Tür schließt mit einem Hammer. Er schließt die Tür mit einem Hammer? Ja. Also stellt die vor dem, verkeilt die Tür, weißt du? Weißt du, was sein könnte? Dass irgendjemand durch die Tür rein will und wir denken, dass das ein Monster ist und dann mit dem Hammer einschlagen, obwohl das eigentlich einer von uns ist. So könnte ich mir das vorstellen. Mit dem Hammer da was ein. Ja, aber ich glaube, das war so, dass das danach passieren könnte, außerhalb der Vision. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo es weitergeht. Daher kommt das Licht. Oh, irgendwie schön, oder? Das ist schön, Mann. Aus. Löschkäfer böse. Nein, nicht möglich. Es muss ein Irrtum sein. Vergib mir diese späte Störung. Ich muss dich sprechen. Was quält dich, mein Freund? Es ist Mary. Ich sorge mich um ihre Rolle in den Prozessen. Wir sorgen uns alle. Das ist nicht alles. Ich sah sie lächeln, als ihre eigene Schwester starb. Sie genoss es. Bist du sicher? Ja. Knall die Kleine ab. Doch nun spricht sie von Schuld und Reue. Und dies so glaubwürdig. Halte dich von ihr fern. Dieses Mädchen bringt nur Unheil. Zu spät. Ihre Geschwister sind tot. Und so lebt Mary denn nun bei mir. Deine Großmut bringt dich in große Gefahr. Was rätst du mir? Lege Zeugnis ab über deinen Verdacht, dass der Tod ihrer Schwester sie erfreute. Ich bitte dich. Ich zaudere. Mary scheint zu bereuen. Du musst aussagen, sonst stürzt du unsere Gemeinde ins Unglück. Niemand ist sicher vor ihren Hirngespinsten. Nun denn, wenn man mich anhört, spreche ich. Boah, wie geil wäre es, wenn die Macher sowas mal in Richtung Wrong Turn rausbringen. Ich bin verhext. Du bist nicht verhext. Wie könntet ihr sonst vor mir stehen? Das musst du mir einfach glauben. Sie beschwor euch als Verbündeten, mein Schweigen zu erzwingen. Nur der Teufel könnte einen Dämonen schaffen, der mir gleicht. Ich bin kein Dämon. Aber wir sehen wirklich gleich aus. Hört mal, wen Hot ja, nicht. Das ist voll krass. Wir müssen alle überleben. Was wollt ihr von mir? Was willst du vor Gericht aussagen? Über Mary. Ich wollte dort Zeugnis ablegen. Doch jetzt zweifle ich. Es wäre ein Fehler, das Mädchen hinzurichten. Sie ist traumatisiert. Ein Opfer wie alle anderen. Little Hope ist nicht mehr die Stadt von einst. Seltsame, verstörende Vorkommnisse. Ich vertraue der Kleinen trotzdem irgendwie. Ihr, was immer ihr seid,
Es gibt ja zwei von mir. Einmal die Böse, einmal die Gute. Die Entlarvung Marys mag meinen Freund retten, doch es ist eine schwere Last, durch diese Tat ein Kind zu verdammen. Ein Kind anklagen ist falsch. Der Priester ist der wahre Übeltäter. Reverend Carver ist ein Mann Gottes. Ganz ohne Zweifel. Ich glaube auch, der Priester steckt hinter allem. Hast du das gerade gesehen? Was? Ja, ich weiß nicht mehr, was richtig oder Wunde falsch ist. Die Wunde an, nichts Daniel? Macht mehr Sinn. Ja. Was ist los? Konntet ihr Mary konfrontieren? Nö. Sie war nicht mal da. Mist! Das Problem ist, Patte. Ja. Ganz einfach. Ich weiß nicht, ob du das schon realisiert hast. Jedes Mal, wenn wir in so einer Vorahnung reingehen. Ne? Ja. Zum Beispiel bei der Szene, wo wir mit Mary geredet hatten. Also mit Mary anpacken konnten, ne? Da wurde ja erst die Frau angeklagt, ne? Wegen Verschwörung, Hexerei und all so ein Scheiß, ne? Und da, wo wir dann Mary angepackt hatten, das kleine Mädchen, da hat die ja in der Perspektive der anderen, also nicht der unsere, sondern der andere, hat die sich dann bewegt. So, als ob sie besessen ist. Also jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung treffen und das sehen die anderen, dann kommt das so rüber, als ob die Person gegenüber besessen ist. Also ein Zauberer ist oder eine Hexe ist. Darum werden die andauernd angeklagt. Wir sind im Endeffekt die ganze Zeit schuld, dass die alle sterben. Weil wir jedes Mal mit denen reden. Wir bringen die Stadt um. Oder die halt anpacken. Darum habe ich den Typ auch fallen lassen. Was meinst du, wie das denn aussah? Hätte ich ihn festgehalten, dann schwebt er in der Luft. Ich habe gerade eine andere Frage, die ich gerade in den Bildern sehe. Ja, einmal ein Bild, ich weiß nicht, ob du dieselben hast wie ich. Menschenopfer und in Ketten. Im ersten sieht man, wie die Waffe, die wir haben, auf unseren Busfahrer gehalten wird, okay? Alright. Ja. Im zweiten sieht man, wie unser Busfahrer von der Polizei abgeführt wird am Ende. Das ist mir auch schon aufgefallen. Jetzt stelle ich mir halt die Frage, das hat irgendeine Hintergrundstory. Ich glaube, wir müssen entscheiden, ob wir ihn töten. Ich glaube, er steckt hinter all dem irgendwie. Auf jeden Fall wird das später noch wichtig, I guess. Denke ich auch. Müssen wir da mal aufpassen, bevor wir irgendwas Falsches bei dem machen, weil der wird noch eine wichtige Rolle spielen, I guess. Oder hier, die Fleischwunde, siehst du die? Ja. Gut. Diese Dämonen? Weiß aber nicht, die kommt, weil ich vorhin mit der gekämpft habe. Es überrascht mich selbst, aber tja, ich fühle mich als Teil des Teams. Die einzige Erklärung dafür macht keinen Sinn. Finde ich echt gut. Gar keinen. Passiert mir sonst nie. Ja, voll gut. Ich habe heute auch viel gelernt. Wenn auch nur von Geistern und Dämonen. Wir sehen. Wir hätten einen dieser Fuzzis gebraucht. Ein Paladin, einen Gotteskrieger. Oh wow. Du bist ja ein richtiges Gamer-Girl. Ja. Ich bin halt voller Überraschung. Gamer-Girl. Die reinste Wundertüte. Fahrt's ab. Eine Wundertüte hätte ich auch neben mir am liebsten. What the fuck? Los. Bis gleich, David. Nicht sterben! Taylor! Mach dich Skillcheck ready. Wo bist du? Taylor! Taylor! Bist du's? Ja! Taylor! Halt!
Halt dich fest! Und lass mich auf keinen Fall los! Halt ihn fest, halt ihn fest, halt ihn fest. Lass mich, rette dich und die anderen! Taylor, halt durch! Was ist da gerade passiert? Wie bist du jetzt freigekommen? Hast du irgendwas gedrückt? Ich habe mich freigebissen. Feiger. Ich hasse gerade die Erinnerung. Ich habe frei bekommen. Feiger Geist. Ja. Seht doch mal da. Ja, wie kannst du einen Geist beißen? Wo ist der Sinn, Mann? Es war so eine Schnur halt, ne? Aber da ist actually wirklich cool dargestellt, finde ich, wie der da so hängt. Oh, die Quicktime-Events. Aber hast du gesehen, die hätte gehängt werden sollen? Ja. So wie ihr vorheriger hast du das gerade gesehen? Nein, was denn? Die Angela, die ist geflogen. Warte mal kurz. Muss mal kurz was gucken. Ah, alright. Klappt alles. So, was ist mit Angela? Die ist gerade geflogen. Lol. Da ist was am Baum. Ist was einradiert, eingeritzt. Einradiert, Junge. Jetzt, shut up. Okay, alright. Willkommen zurück. Du hast nichts verpasst, außer dass ich fast umgebracht wurde. Ach so, ja, du fast umgebracht. Ah, sie. Kommst du jetzt? Aber ich bin stolz auf mich. Ich habe actually wirklich viele Skillchecks getroffen, dieses Game. Passiert? Weiß nicht. Voll der Albtraum. Was denkst du? Mir kam es so vor, als wollte es mich in den Wald zerren. Will gar nicht erst wissen, was da passiert wäre. Wenden sich die Dinge für uns zum Guten? Was immer das eben auch war, echt oder nicht. Wir schweben noch in Gefahr. Irgendwie müssen wir das Mädchen stoppen. Eine Chance dazu ist uns schon entgangen. Du hättest Mary als das entlarven können, was sie ist. Eine Lügnerin. Sie hätt's verdient. Warum hast du's nicht gemacht? War die richtige Entscheidung. Wir wissen, was mit den Beschuldigten passiert. Hätte nichts sagen sollen. Gerechtigkeit gibt's hier nicht. Das einem kleinen Kind anzutun, soll das die Lösung sein? Ich glaube nicht. Ich bin auf Marys Seite. Hey, Andrew muss mit seiner Tat leben. Er hat getan, was er für richtig hielt. Mehr nicht. Toll. Und während er versucht, damit zu leben, sind wir hier am Sterben. Nichts anders gemacht, glaube ich. Wird's böse enden für uns. Sie ist positiv. Wir sind noch am Leben, also machen wir wohl was richtig.